Wir befinden uns hier wieder im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Bei uns ist der Kurator Olaf Kirsch, der uns Details zu einzelnen Instrumenten genauer beschreiben wird. In diesem konkreten Fall wird es um einen Brodmann-Flügel gehen aus dem Jahre 1815. Herr Kirsch, was kann man über die Familie Brodmann sagen und die Manufaktur, die damals in Wien entstanden war? Ja, Brodmann war ein sehr erfolgreicher Klavierbauer in Wien. Wir reden in der Zeit um etwa eine Anzahl von 100 Instrumentenbauern, die in dieser Welthauptstadt der Musik damals hier tätig waren. Brodmann war so erfolgreich, dass er im frühen 19. Jahrhundert Vorsteher des Klaviermachergewerbes geworden ist. Er war aber kein gebürtiger Wiener, wie wir das bei einigen Handwerkern in Wien finden. Wien hatte einfach als wirtschaftlich prosperierende Stadt eine große Anziehungskraft. Ursprünglich stammte Brodmann aus dem Thüringischen, ist dann nach Wien eingewandert und hat dort eben erfolgreich seine Firma etablieren können. Herr Kirsch, für was für einen Raum ist eigentlich dieses Instrument gedacht? Ja, wir sehen ja diese Flügel dieser Zeit, das ganze 19. Jahrhundert hindurch, eigentlich noch holzsichtig, wie wir sagen. Man sieht also schöne Furnierhölzer, hier schönes Nussbaumfurnier, und wir können uns natürlich schön in einem Salon mit ähnlichen Möbeln, Tischen, Stühlen, Schränken und so weiter eingerichtet, das ein edles Einrichtungsstück auch ist. Eigentlich gar nicht so sehr ein Instrument, was wir jetzt auf der Bühne eines Konzertsaales vermuten würden. Das Erste, was mir aufgefallen ist an diesem wunderbaren Instrument, das ist einerseits die Pedalaufhängung und dann aber insbesondere, dass dieser Flügel 4 Pedale hat. Wir kennen normalerweise aus den häuslichen Instrumenten 2 Pedale oder auch manchmal ein drittes Pedal, aber 4 Pedale, ist das nicht eigentlich ein bisschen viel? Ja, das ist natürlich etwas, was den modernen Pianisten erstmal erstaunt. Wir haben jetzt 4 Pedale. Es gibt sogar Wiener Flügel mit noch mehr Pedalen, mit 5, 6 Pedalen. Man muss sagen, dass die Wiener Instrumentenbauer, die sich stark in eigentlich eine eigene Tradition herausgebildet hatten, die sich stark von dem englischen Instrumentenbau der Zeit unterscheidet. Die Wiener Instrumentenbauer hatten lange Zeit noch gar keine Pedale, sondern hatten Kniehebel, die man also von unten mit dem Knie betätigt hat. Und wenn man genau hinschaut, finden wir hier nämlich ein Kniehebel noch übrig geblieben. Insofern hat das Instrument eigentlich sogar 5 Funktionen, 4 mit dem Fuß und eines wird noch mit dem Knie betätigt. Der moderne Pianist kennt, wie gesagt, heute 3 Pedale, und das eigentlich am meisten Verwendung regelmäßig findende Pedal ist dieses Dämpfungsaufhebungspedal. Die Saiten sind normalerweise eben abgedämpft. Wenn ich einen Ton spiele, den Finger von der Taste nehme, fällt der Dämpfer in dem Moment wieder auf die Saite zurück und der Ton hört auf. Können Sie das mal vorführen? Ich zeige das mal eben. Und Sie können hier schon sehen, dass hier aus dieser Leiste etwas sich aufwärts bewegt. Das ist dieser einzelne Dämpfer für diesen Ton. Wenn ich jetzt auf das rechte Pedal trete, dann sehen Sie, dass diese ganze Leiste sich hebt. Sie können genau drunter herschauen unter den Dämpfern. Die Dämpfern sind jetzt von den Seiten genommen. Und natürlich, wenn ich jetzt anschlage, dann klingt der Ton weiter. Und nicht erschrecken. Das war ein bisschen laut. Genau, das kann natürlich in der Musik so schlecht passieren, dass der Spieler einen Pedalwechsel vollziehen will. Und das klingt so. Das heißt, das ist bei den Wiener Instrumenten in der Zeit noch so gedacht, dass die Pedalisierung fast mehr wie eine Registerfarbe ist und man längere Flächen pedalisiert hat. Ich kann nicht, wie das später in der romantischen Literatur ist, schnelle Pedalwechsel machen auf einen Akkord oder so, sondern ich kann das nur sehr langsam bedienen. Also schon das ist vielleicht ein interessanter Aspekt, obwohl wir dieses Pedal vom modernen Instrument auch kennen, dass es in der Zeit anders verwendet werden musste und nicht im modernen Sinne verwendet werden konnte. Und wie sieht es aus mit dem ganz linken Pedal? Das ganz linke Pedal kennt der moderne Pianist auch. Das ist das sogenannte Una-Corda-Pedal. Wenn ich das betätige und man genau
die Tasten anschaut, sieht man, dass die Tasten ein Stück zur Seite geschoben werden. Das heißt, die ganze Mechanik wird mit der Tastatur zur Seite gerückt. Und ich habe bei diesem Flügel eine dreichörige Bespannung. Das heißt, für jeden Ton habe ich drei Saiten, vom allertiefsten Ton unten bis zum höchsten Ton oben, jeweils drei Saiten. Der Hammer, wenn ich eine Taste betätige, schlägt diese drei Saiten an. Und jetzt verschiebe ich die ganze Mechanik, ziehe sozusagen die Hämmer unter den Saiten weg und der Hammer trifft nur noch zwei oder nur noch eine dieser Saiten. Das heißt, ich bekomme einen gedeckteren, intimeren Klang dabei. Das gibt es beim heutigen Flügel auch, wobei witzigerweise ein heutiger Flügel hat im Bass ja nur noch eine dicke, umsponnene Saite. Da kann ich den Hammer gar nicht mehr drunter wegziehen, der muss ja die Saite treffen. Da habe ich dann den Effekt, dass eben ein Teil des Hammers, der nicht so fest eingeschlagen ist, sondern weicher ist, dass der Hammer also mit dem Filz am Rand diese Saite trifft. Hier habe ich aber wirklich diesen Effekt über den gesamten Klaviaturbereich des Instrumentes. Ich habe eine Zwischenfrage, bevor wir jetzt auf die beiden mittleren Pedale noch zu sprechen kommen. Kann man am Notenmaterial erkennen, wie ein Komponist sich den Einsatz der Pedale vorstellt? Relativ wenig. Also wir haben ab Beethoven schon vermehrt Einzeichnungen. Berühmtestes Beispiel ist die Mondscheinsonate, wo er in dem berühmten langsamen Satz schreibt, der ganze Satz ohne Dämpfer, was eben hier meint, ich hebe die Dämpfer. Wir haben aber eigentlich keine Einträge bei Beethoven, Schubert, was jetzt die spezielleren Effekte angeht. Das heißt, da sind wir auf Mutmaßungen, vielleicht einzelne Quellenberichte angewiesen. Heißt Piano, ich soll jetzt ein Pedal treten. Und was machen jetzt die beiden anderen Pedale? Genau, das sind Effekte, die wir heute beim Klavier so nicht mehr kennen, beziehungsweise beim Flügel zumindest. Das hier kennen wir eigentlich von Klavieren zu Hause noch so als Übedämpfer, um die Nachbarn nicht zu stören, war aber hier nicht so gemeint, sondern war eine Klangveränderung. Die Hämmer sind bei diesem Instrument mit Leder bezogen, heute sind sie ja mit Filz bezogen. Das heißt, der Klang ist irgendwie etwas heller, brillanter. Wenn ich hier so eine Tonfolge spiele. Jetzt trete ich hier drauf. Hören Sie den Klang sehr stark extrem verändert. Da wird eine Leiste zwischen die Hämmer und die Saiten geschoben und der Hammer muss also durch diese Textilleiste hindurchschlagen. Jetzt haben wir hier noch ein Pedal fast unterschlagen. Früher hatten die Wiener Klaviere nämlich noch keine Fußpedale, sondern hier so Kniepedale. Und davon ist hier eins übrig geblieben. Und man sieht, dass das mit diesem Pedal gekoppelt ist. Und das bringt diese Moderatorleiste nur halb nach vorne. Und dann habe ich nicht den doppelten, sondern den einfachen Moderator. Wenn ich das noch weiter mit dem Pedal eben. Ich habe also drei Möglichkeiten der Klangeinstellung. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Komponisten solche Effekte, die ja eigentlich konstitutiv für den späteren Klang an Interpretation werden können, nicht weiter ausgeführt haben in den Noten? Vielleicht war das tatsächlich eher eine Interpretationsmöglichkeit, vielleicht weil nicht alle Instrumente mit denselben Effekten ausgestattet waren, dass man es eher dem Spieler überlassen hat, was für uns Nachgeborenen heute natürlich schwierig ist zu entscheiden, heißt jetzt ein Piano oder ein Pianissimo bei Schubert, bei Beethoven, ich soll den Moderator verwenden oder heißt genau, es das nicht? Übrigens eine ganz interessante Nebenbemerkung vielleicht noch zu einem Komponist sehr viel späterer Zeit, aber auch in Wien eben verortet, zweite Wiener Schule Arnold Schönberg. In den Klavierstücken Opus 11 gibt es eine Anweisung, die eigentlich nur zu verstehen ist, dass sie so einen Moderator meint. Und wir wissen, dass Flügel zur Schönberg-Zeit, die man zum Hausgebrauch hatte, auch noch so einen Moderatoreffekt hatten. Dann wäre ja noch interessant zu wissen, und der vorletzte, also der
das zweite Pedal von links. Ja, das wird jetzt immer exotischer sozusagen. Also Dämpfungsaufhebung und Unakkorder kennen wir heute auch. Moderator, irgendwie ein leiserer, intimerer Klang, das können wir uns noch irgendwie vorstellen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, das ist ein Fagotteffekt, dann werden Sie staunen und alle Fagottisten werden wahrscheinlich sofort protestieren. Das ist fast eine Sache, wo man schon sagen kann, wie John Cage später das präparierte Klavier verwendet hat. Schauen Sie, hier gibt es eine Leiste auf der linken Seite, also auf der Basshälfte, die sich hinabsenkt, wenn ich das Pedal betätige. Da ist eine Pergamentrolle untergeleimt, die auf die Saiten aufgelegt wird. Und Sie können sich schon vorstellen, was passiert. Die schnarrt so mit, ja. Ich nehme das nochmal weg. Also dieses schnarrende Klangbild eines Fagotts wird hier etwas nachgeahmt. Es ist hier sehr dezent, es ist ein sehr edles Instrument. Es gibt es auch etwas gröber bei anderen Instrumentenbauern. Was ganz interessant ist, das greift eben nur in der linken Hälfte, also nur im Bassbereich, sozusagen die Spiellage des Fagotts. Ich habe die Möglichkeit, also eine Melodie zu spielen, die davon dann nicht verändert wird, mit einer Begleitung in der linken Hand mit dem Fagott. Jetzt fragen Sie mich aber nicht wieder, hat Schubert das verwendet? Also das ist ja fast so etwas wie eine Zweimanualigkeit der Orgel, wenn man auf der rechten Hälfte der Tastatur dann einen Cantus firmus hat und auf der linken einen Begleitkontrapunkt, der dann anders klingt, um die Ebenen deutlich zu machen. Mich würde interessieren, wenn jetzt hier zu Ihnen, wir sprachen im ersten Film ja bereits darüber, zu Ihnen Pianistinnen und Pianisten kommen, die sich die Instrumente nicht nur ansehen wollen, aus optischen Gründen vielleicht, sondern tatsächlich sagen, ich will mich mit diesem Klang auseinandersetzen. Wie reagieren die darauf, dass ein Brodmann-Flügel, der zur Beethoven-Zeit gebaut ist, dann auf einmal eine solche klangliche Vielfalt entwickeln kann, dass dieses Instrument unter Umständen fast so etwas wie eine Kritik an der bisherigen eigenen Spielweise ist? Ja, das ist möglicherweise für den einen oder anderen schon ein Schock, erstmal ein Schockerlebnis. Ich weiß selbst, dass ich hatte damals ja nicht das Glück, in so einer tollen Sammlung an originale Instrumente zu können, als ich mich damit im Musikwissenschaftsstudium beschäftige und kannte das von Tonaufnahmen. Und wenn man das dann, so ein Instrument nicht sieht und das dann von der Konserve kommt und das dann irgendwie einzuordnen, ich muss sagen, dass mir das erst richtig gelungen ist, eigentlich zu verstehen, was ich da höre von der Aufnahme, als ich diese Möglichkeit mal hatte, diese echten Instrumente zu erleben. Ich finde ganz wichtig, wenn wir jetzt hier Studierende auch von der Hochschule heranlassen, die haben natürlich ihr Repertoire und Pianistik ist ja quasi Artistik und die haben also ihre Reflexe und so weiter alles eingeübt. Und jetzt hier dran zu gehen und erstmal irgendwie die Appassionata zu spielen, führt zu Schwierigkeiten, unter anderem dann die, wo ich als Museumskurator dann noch einschreite und sage, wir wollen jetzt nicht Kleinholz aus dem Instrument machen. Interessant ist es eigentlich, das Instrument erstmal abzuhorchen, wie so ein Arzt mit so einem Hörrohr. Und ich sage Studierenden, spielt mal ein paar Töne, muss jetzt gar keine Komposition sein, und guckt mal, was das Instrument so anbietet. Was ist der leiseste Ton, den ich spielen kann? Wo habe ich das Gefühl, weiter sollte ich jetzt nicht gehen? Das ist also so der Bereich, lauter sollte ich vielleicht nicht spielen. Und was passiert mit diesen ganzen Elementen? Und wenn man sich dann so mit dem Instrument vertraut gemacht hat, Künstler sind ja immer auch irgendwie Spieler und dann spielt man damit und probiert mal aus. Und dann kann ich meine Literatur nehmen, die ich so einstudiert habe und mal ausprobieren. Einen langsamen Satz, nämlich den Moderator. Wie ist das überhaupt mit dem Pedal? Schnelle Pedalwechsel gehen eben nicht. Und dann gibt es eigentlich so einen Dialog zwischen Spieler und Instrument und dann kann ich da mir das Repertoire aus der Zeit aneignen. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass es dann Lehrer gibt, die dann auch Hinweise
geben und sagen, guck mal, was denkst du denn, wenn du das so machst und so. Und dadurch, denke ich, lernt aber ein Musiker, eine Musikerin sehr viel zu reflektieren, dass das, was er sie kennt vom modernen Flügel, nicht die einzige Möglichkeit ist und welche Möglichkeiten es eben zu der Zeit, als die Musik geschrieben wurde, gegeben hat. Wenn man hier die Tastatur sieht, dann fragt man sich natürlich spontan, reicht die Tastatur aus, um beispielsweise die Hammerklaviersonate zu spielen? Worauf Sie anspielen, ist, dass der Tonumfang des Klaviers sich im 19. Jahrhundert allmählich vergrößert hat. Eigentlich müssten wir da genau umgekehrt denken. Eigentlich müssten wir die Tastatur eines modernen Flügels anstauen. So viele Töne. Also Sie können nicht den höchsten Ton und den tiefsten Ton können Sie nicht singen. Oder ich weiß nicht, wie virtuos Sie singen. Also das heißt, über den Umfang der menschlichen Stimme ist das irgendwann hinausgegangen und umfasst im Prinzip ja den Bereich vom Kontrabass bis zur Piccolo-Flöte. Und bei den Tasteninstrumenten war es historisch so, dass die Musik sich zunächst mehr oder weniger im Stimmumfang bewegte und man dann allmählich feststellte, durch so ein Instrument kann man sich aber größere Bereiche erobern. Und der Standardumfang noch für den jungen Beethoven, weil dieses F3 hier und die Wiener Instrumente hatten meistens einen Umfang von dem tiefen F hier unten von 5 Oktaven. Und mehr als die Hälfte aller Beethoven-Klaviersonaten spielte sich in dem Bereich ab. Und erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es dann Instrumente, die ein bisschen höher gingen, bis zum C, dann hier bis zum F. Und also in den späteren Werken von Beethoven und von Schubert wird dann dieser Bereich aber sehr schnell erobert. Und das ist so ein bisschen eine Technik damals wie heute die Computertechnik. Also ein 5-10 Jahre alter Computer ist ja heute völlig veraltet und zu nichts mehr zu gebrauchen. Und damals müssen wir uns das so mit den Klavieren vorstellen. Also 1815, ein Klavier von 1805, konnte man die neueste Musik gar nicht drauf spielen, allein weil der Umfang nicht reichte. Und neben dem Umfang ist ja eine spannende Frage für Pianisten, wie ist das eigentlich mit dem Tastengang? Denn der Tastengang und die Frage des Tempos des Spielens korrelieren ja in gewisser Weise miteinander, genauso wie die Frage des Tempos und des Gewichts eine Rolle spielen. Ja, man muss wissen, dass es grundsätzlich zur Beethoven-Schubert-Zeit zwei ganz unterschiedliche Schulen des Klavierbaus gab, eben die Wiener Instrumente, im süddeutschen Bereich verbreiteten Instrumente und die englischen Instrumente. Und ganz grundsätzlich wurden zwei unterschiedliche Mechaniken verwendet. Die Wiener Mechanik ist eine sogenannte Prellmechanik, die ein sehr leichtgängiges Spiel ermöglicht, sehr brillantes, sehr hellen Klang dieser Instrumente. Und wenn ich hier eine Taste herunterdrücke, sehen Sie, dass sie einen sehr geringen Tiefgang hat. Das sind hier wahrscheinlich so 6 mm. Heute haben wir gut 10 mm, also fast halb so viel Spieltiefe. Die Mechanik ist sehr, sehr leicht gängig. Diese Saiten sind nicht umsponnen. Ich habe dünne Saiten, die nicht diesen enormen Zug haben. Alles zusammengenommen führt zu einem Instrument mit einem sehr hellen, durchsichtigen, transparenten Klang, wo ich sehr schnell eigentlich brillant spielen kann, schnelle Tonleitern, Trillerfiguren und so weiter. Ich muss es aber gewohnt sein, ich muss auch meine Spieltechnik umstellen. Ich habe ja bei dem modernen Flügel viel mehr Masse, die ich bewegen muss, viel mehr Gewicht und ich habe ein entsprechendes, das ist ein großes Thema in der Klavierpädagogik, ja die Physiognomie des Spielers, wie ich Gewicht und so weiter hier reinbringe. Und das brauche ich ja alles gar nicht, das stört mich. Ich stolper sozusagen über mein Gewicht, wenn ich das so gewohnt bin. Man hat damals eigentlich nur aus den Fingern mit leichtem Fingerspiel und Fingerbewegungen gespielt. Herr Kirsch, eine letzte Frage. Ich möchte gerne auch so ein Instrument haben. Und ich vermute mal, das Museum für Kunst und Gewerbe wird nicht bereit sein, mir das Instrument einfach zu verkaufen. Was kann ich machen, um jedenfalls diesen Klang
auch zu bekommen. Ja, da ja die sogenannte alte Musikbewegung, historische Aufführungspraxis, inzwischen sich das ganze 19. Jahrhundert und die Klaviermusik auch erobert hat und man festgestellt hat, dass es durchaus Sinn macht, Schubert, Beethoven auf solchen Instrumenten zu spielen, gibt es heutzutage eben auch spezialisierte Klavierbauer, die solche Instrumente wie vor 200 Jahren auch in einer kleinen Werkstatt in Einzelanfertigung anfertigen und sie können sich also eine Kopie eines solchen Brodmann-Flügels kaufen und es gibt ja auch Pianisten, die mit solchen Instrumenten auf den Konzertpodien inzwischen unterwegs sind. Also ich kann Sie nur ermuntern. Herzlichen Dank. Wir kommen jetzt beim nächsten Mal dazu, dass wir uns mit einem Pleyel-Flügel beschäftigen werden, einem Flügel, der in Paris zur Zeit von Frédéric Chopin eine große Rolle gespielt hat. Überhaupt die Klavierbauerfamilie Pleyel, ursprünglich auch aus Wien kommt und damals noch Pleyel hießen, wird uns dann beim nächsten Mal beschäftigen. Für heute aber herzlichen Dank.